Immer wenn ich eine neue Uhr habe ich mir angewöhnt oder möchte ich mir angewöhnen, sie eine Woche am Arm zu tragen und diese Woche zu dokumentieren. So auch mit meiner Flight Engineer. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Dies ist mein Video One Week on the Wrist mit der Guinan Flight Engineer. Ich freue mich darauf, euch die Uhr in meinem Alltag zeigen zu können. So, heute habe ich sie abgeholt, meine Guinan Flight Engineer. Eine super tolle Uhr, ich bin begeistert. Sie hat das gestrahlte Gehäuse, nicht das gebürstete Gehäuse. Davon gibt es nur ganz wenige Stück. Ich freue mich irrsinnig auf die erste Woche, an der ich euch natürlich teilhaben lasse. Den ersten Test hat sie ja schon hinter sich. Ich war gerade mit dem Hund draußen. Es ist spiegelglatt. Wir haben Eisregen. Und mein einziger Gedanke war, bloß nicht hinfallen, die Uhr könnte kaputt gehen. So ist das eben. Und jetzt geht es auf in die erste Woche. Ich freue mich. Ja, die Flight Engineer hat ein wunderschön passendes Stahlband mit der Faser an der Kante ebenfalls mattiert, passt wunderbar und trägt sich sehr komfortabel. Wir haben Dienstag, den 1.12., 7 Uhr morgens. Und wie ihr sehen könnt, es hat gefroren über Nacht, es hat geschneit. Und ich bin gespannt, ob ich mit dem Hund raus kann oder aber ob ich mich auf den Hintern setze, weil alles glatt ist. Die Guinan ist selbstverständlich noch am Arm und die Leuchtkraft war die ganze Nacht über hervorragend. Selbst nach 7 Stunden konnte ich die Uhr super ablesen. Ja, ich bin jetzt die 38. Woche im Homeoffice und auch im Homeoffice müssen meine Uhren natürlich bestimmte Prüfungen bestehen. Und hier seht ihr eine der härtesten Prüfungen meiner Uhren im Homeoffice. Ich bin eine Kaffeetante, ich liebe Kaffee, ich brauche ein paar Tassen am Tag und die Uhr hält das aus. Es ist Dienstagabend 23:30 Uhr. Ich habe meinen Flight Engineer immer noch am Arm. Habe heute die beiden Videos, also das Deutsche und das Englische, zur Uhrenvorstellung des Flight Engineer gemacht und bin jetzt richtig müde. Meine Borussia hat leider gegen Inter verloren, kann aber gegen Real alles noch richten und in der Champions League bleiben. Und morgen um 7 Uhr morgens habe ich die erste Telefonkonferenz. Das heißt, ich gehe jetzt ins Bett und werde mich an der Leuchtkraft meiner Flight Engineer erfreuen. Es ist Mittwochmorgen, 6:30 Uhr. Ich habe gleich meine ersten Telefonkonferenz mit Singapur, Asien und bin absolut müde. Es ist nicht meine Zeit. Ich habe die Guinan Flight Engineer immer noch am Arm, bin super begeistert. Mir ist allerdings eine Sache aufgefallen, die ich euch kurz zeigen möchte. Ich habe den Eindruck, dass das Stahlband auf der 6-Uhr-Seite etwas länger ist als bei anderen Uhren. Es sind zwar nur 4 Glieder, allerdings schließt das Band an der Schließe mit einem kleinen kurzen halben Glied an, sodass nicht lecken, nein, nicht den Arm lecken, sodass das Band sich nicht ganz so stark verkürzen lässt wie ich es üblicherweise gerne habe, damit die Schließe möglichst nah an die 6-Uhr-Position ranrutscht. Ja, auch im Alltag ist die Flight Engineer toll, wobei ihr hier sehen könnt, dass in ganz bestimmten Winkeln das Deckglas doch etwas spiegelt, aber durch eine kurze Drehung des Handgelenks ist die Spiegelung weg. Montiert hier ist das schwarze Rallye-Band von Guinan, welches sehr weich ist und sich sehr, sehr angenehm trägt. Tag 3 geht zu Ende, wir haben Mittwoch, den 2. Dezember und ich habe meine Flight Engineer noch am Arm, wie ihr sehen könnt, mit einem anderen Band. Ich habe heute etwas mit Bändern rumgespielt und das möchte ich euch heute jetzt etwas zeigen. Ja, ich hatte ja gestern noch das Lederband dran, habe dann auf das Seatbelt-Band gewechselt, was ihr hier seht, und habe in meiner Box ein klein bisschen rumgespielt, um zu schauen, was ich sonst noch so habe. Das Stahlband, das kennt ihr ja, das war am Anfang an der Uhr dran. Hier ist es noch einmal. Das habe ich weggetan. Ich bin also kein ganz großer Freund, eine Uhr zu lange am Stahlband zu haben.
Das ist ein spezielles Band, das habe ich jetzt dran, das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und jetzt einmal schauen, was man so mit der Uhr machen kann. Hier haben wir ein grünes Canvasband mit Ledereinsätzen. Ich finde, das passt auch ganz gut zu der Uhr, bin aber nicht so sicher, ob ich das dauerhaft so tragen möchte, weil es doch etwas von der Uhr ablenkt. Die Uhr insgesamt trägt sich unglaublich angenehm, wirklich super, überhaupt nicht kopflastig, auch nicht so hoch, wie die 14,8 mm vermuten lassen würden. Ich bin also nach wie vor richtig, richtig angetan von der Uhr. Hier haben wir ein Band von Cookie, ein Cookie Flex. Das macht die ganze Uhr ein kleines bisschen dressier mit der weißen Kontrastnaht. Ich finde, das passt ausgesprochen gut zum Ziffernblatt. Das Schwarz und Weiß, das Monochrome. Ich finde wirklich, dass das sehr gut passt und vielleicht wird das auch eine Option von mir, diese Uhr regelmäßig zu tragen. Ja, gestern hatte ich, wie gesagt, noch das Lederband von Guinan dran. Das ist das Rallye-Band mit der Lochung. Auch das, finde ich, passt sehr, sehr gut zu der Uhr. Aktuell bei den Lederbändern ist mein Favorit dieses Band und das mit der weißen Kontrastnaht. Und jetzt wechsle ich einmal kurz das Band. Das dauert etwas länger, deswegen gehe ich hier in den Schnellvorlauf und gebe euch etwas Musik dazu. Ja, das ist das Erikas Original Seatbelt Band mit einem flexiblen Band. Wirklich toll, etwas militärisch angehaucht und ich finde, es passt wirklich toll zu der Uhr und ist extrem komfortabel zu tragen. Auch das ist eine Kombination, die ich mir dauerhaft sehr gut an der Uhr vorstellen kann. Tja, jetzt werde ich mir Fußball angucken und dann wahrscheinlich früh ins Bett, weil heute Morgen hat der Tag ja sehr früh begonnen. Wir haben Donnerstag, Tag 4 und selbstverständlich ist meine Flight Engineer noch am Arm. Ich habe gestern Abend spät nochmal auf das Lederband mit der weißen Kontrastnaht gewechselt, weil ich es einfach am besten finde. Angeregt durch einen Kommentar unter einem Video wollte ich euch aber etwas ganz anderes heute zeigen. In einem Video wurde erwähnt, dass die Flight Engineer gar nicht so viel größer und höher wirkt wie die 104 von Sinn. Diese Uhr hat 40,6 mm, die hat 41 mm im Durchmesser. Allerdings in der Bauhöhe unterscheiden sie sich von den reinen Zahlen her. Hier ist die Flight Engineer mit 14,8 mm doch deutlich höher als die Sinn mit, ich glaube, 11,5. Man kann es deutlich sehen, der Boden macht hier den Unterschied. Er geht weiter nach unten als bei der Sinn, wo der Boden sehr flach ist. Am Arm fällt das allerdings nicht besonders auf, das zeige ich euch gleich noch. So, hier habt ihr beide Uhren im direkten Vergleich. Rechts die Sinn 104, links den Guinan Flight Engineer. Ich finde, der Höhenunterschied fällt wirklich nicht besonders auf und das finde ich angesichts der Maße des Flight Engineers doch etwas überraschend. Donnerstagabend, 10 vor 7, Tag 4 meiner Woche. Flight Engineer eine Woche am Arm. Was kann ich euch zu der Uhr sagen? Ich liebe diese Uhr. Sie ist super angenehm. Ich trage sie ausgesprochen gerne. Und in diesen 4 Tagen hat meine Frau bestimmt 5-mal gesagt, wie toll diese Uhr doch ist und dass das eine Uhr wäre, wo sie sich vorstellen könnte, dass das die einzige Uhr ist. Gut, ich kann es mir nicht vorstellen, aber meine Frau sagt, sie ist so schön, da braucht man doch eigentlich gar keine andere. Die deckt alles ab und das finde ich ein ausgesprochenes Kompliment. Wie gesagt, ich habe sie noch am Arm. Ich zeige sie euch auch mit Begeisterung gerne nochmal von Namen. Ich finde, das ist eine richtig, richtig tolle Uhr und bin super begeistert davon. Nichtsdestotrotz habe ich heute eine andere Uhr bekommen. Ich habe bei einer eBay-Auktion geboten und habe für ein Gebot, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich die Uhr bekomme, tatsächlich den Zuschlag bekommen. Das ist hier die Uhr, die als nächstes bei mir eine Woche an den Arm kommt. Das wird mein nächstes One Week on the Wrist Video, die Laco Atlantic.
Tag 5, Freitag, es ist kurz nach 8, war gerade mit dem Hund im Feld und jetzt geht der Hund in seine Spielgruppe. Meine Genau Flight Engineer ist selbstverständlich noch am Arm. Ich bin super begeistert, eine extrem tolle Uhr. Als gestern die Laco Sportuhr ankam, dachte ich, mein Gott, ist die schwer, dabei hat die gar keinen Magnetfeldschutz. Es könnte durchaus sein, dass sich die Flight Engineer zu einer meiner Lieblingsuhren entwickelt. Absolut begeistert, immer noch. Und ich denke, das wird auch sehr lange anhalten. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute etwas beim Licht rumgespielt. Ich habe also zwei Ringleuchten hier und habe mein ganzes Lichtkonzept etwas geändert. Hoffe, dass das in den Videos jetzt besser rüberkommt. Meine Genau Flight Engineer habe ich nach wie vor am Arm, bin extrem begeistert, wobei mir heute eine Sache aufgefallen ist, die ich so noch bei keiner anderen Uhr gesehen habe. Ich zeige es euch jetzt nochmal im Detail. Ja, das ist die Flight Engineer, von der ich nach wie vor extrem begeistert bin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt eine Einbildung ist oder ob das wirklich so ist. Das Glas ist nach meinem Dafürhalten extrem empfindlich, was Fingerabdrücke betrifft. Ich werde das über die nächsten Tage nochmal beobachten. Im Bild kann ich es leider nicht besonders gut einfangen. Vielleicht bin ich aber auch nur eine totale Poliertuchmuschi, weil mir die Uhr so gut gefällt und achte da auf Sachen, auf die ich bei anderen Uhren vielleicht nicht so intensiv achte. Samstag, Tag 6. Ich habe meine Flight Engineer natürlich immer noch am Arm und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine Uhr gehabt, die so komfortabel am Arm war, die ich so gerne getragen habe und vor allem Dingen, die ich so wenig am Arm merke, trotz der relativen Größe von fast 41 mm und dem Gewicht von 85 Gramm ohne Band, merke ich die Uhr am Arm so gut wie nicht. Unglaublich komfortabel und ich bin nach wie vor richtig begeistert und ich bedauere es fast, am Montag einen anderen Tragetest zu starten und diese Uhr ablegen zu müssen. Gleich im Video zeige ich euch noch, weil ich es im Review nicht gemacht habe, was an Dokumentation mit der Uhr zusammen ausgeliefert wird, denn auch das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist die Rechnung, aber die ist nicht ganz so interessant. Schauen wir uns direkt einmal die interessanteren Sachen an. Hier haben wir die gesamte Dokumentation. Wir haben das Zertifikat mit der Endkontrolle, die einzelnen Bestandteile werden wunderbar aufgelistet, die Werkspezifikation sowie eine komplette Kontrolle des Gangs, der Prüfprotokolle und ein Ausweis darüber, wie die Ganggenauigkeit bei Auslieferung war. Ich finde das absolut toll und würde mir das in der Tat auch von anderen Uhrenherstellern so wünschen. Dazu gibt es dann ein Zertifikat. Das ist das Garantiezertifikat. Sowie die Gebrauchsanleitung. Klasse, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die Flight Engineer ist jetzt fast eine Woche bei mir am Arm und die Ganggenauigkeit war wirklich genau wie im Gangschein beschrieben. Im Schnitt 3 Sekunden im Plus, ausgewiesen waren 3,6. Die Schwankung lag zwischen plus 2,5 und plus 4 Sekunden,
wirklich absolut im grünen Bereich und für mich überraschend präzise, überraschend deshalb, weil halt die Differenz zwischen den einzelnen Tagen nicht sehr groß ist. Da habe ich Uhren, die eine größere Differenz haben. Das Band ist nicht das Original-Genorm-Band, aber ich finde, es passt hervorragend zu der Uhr und macht mir sehr viel Freude. Ja, meine Woche One Week on the Wrist ist vorbei. Ich habe die Flight Engineer mit ganz, ganz großer Begeisterung getragen. Ich habe wirklich viel an der Uhr entdeckt, was mir super gut gefällt. Ich habe nichts entdeckt, was mir nicht gefällt. Und habe wirklich eine Uhr gefunden, die, so glaube ich, sehr, sehr lange, wenn nicht sogar für immer, bei mir bleiben wird. Ja, wenn es euch gefallen hat, dieses Format, dann lasst mich das doch gerne wissen. Schreibt in die Kommentare, ob ich das beibehalten soll. Ich habe noch 2 Uhren im Petto, mit denen ich das machen werde. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Bis dahin dann. Tschüss, euer Axel.